Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Talbach. Hier vom lieben Mapper. Den Namen, den ich immer noch nicht weiß und vergesse. Ne? Wir sind ja hier noch an Wänden. Letzte Folge hier schon hingeheizt und haben hier schon mal angefangen. Jetzt müssen wir mal so langsam weitermachen. Ne? Dass wir hier auch mal fertig werden. Weil wir müssen ja auch noch Quarz schwaden. Und dann pressen und dies und das und jenes und hast du nicht gesehen und das wollen wir auch mal so langsam machen, ne? Können wir dann ja easy peasy. Ich wollte nicht alle Schwaden mitnehmen, zwei reichen. Was machen wir jetzt? So ist der Plan. Dass wir das fertig kriegen, dann müssen wir kalken. Der Steinesammler ist an Steine sammeln. Es ist, wie es ist, ne? Es ist immer was zu tun. Wir können noch Mission noch gucken. Der Wender, der ist ein bisschen schwer zu ziehen, ne? Muss er sich schon anstrengen. Ist wohl so. Aber sonst kriegt er das super hin, ne? Schicke 745 hier. Top-Schlepper. Klein und wendig. Und das ist wichtig. Finde ich persönlich, ne? Ich fahre den gerne. Macht voll Laune. Dass wir das hier hinkriegen, ne? So ist der Plan. Und dann gucken wir mal, wo die Reise auf der Talbach hingeht, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich gucke die Talbach gar nicht so gerne. Ich weiß auch nicht. Ich spiele aber ganz gerne. Aber man muss auch erstmal ins Schwimmen kommen, ne? Am Anfang ist das halt... Mit Position Forming ist viel dasselbe, das ist halt so am Anfang. Oh ja. Da müssen wir uns nichts vormachen, ne? Das ist Fakt. Was gehört dazu? Wir wollen ja neumodische Landwirte werden, ne? Und wegen... Auf den Lachs. Wenn wir erstmal Heu und Grassilage haben, dann ist das auch schon wieder ein bisschen einfacher, ne? Dann brauchen wir uns keinen Stress machen. Wir können mal gucken wegen Viecher. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen. Keine Ahnung. Erstmal die Futtermittel in Ruhe fertig machen und dann dies und das. Und dann gucken wir mal in Ruhe weiter. Hatte ich ja von Anfang an gesagt. Läuft der Lachs. Jetzt dauert es ja auch nicht mehr lange, dann sind wir durch hier. Es sind aber auch keine kleinen Wiesen, ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist nicht mal eben gemacht, da muss schon... Ist schon ein bisschen was zu tun, ne? Muss man einen anderen Fendt auch noch zum Hof holen, den 724, ne? Der steht auch immer noch hinten auf der Weizenfläche. Wo wir Weizen gedrillt haben. Guckt in der Gegend rum. Aber egal. Ich muss auch erstmal Steine sammeln, egal. Dann macht der Große, ne? Der Neuner, der ist am Steine sammeln. Das geht hier ganz gut. Fertig hier. Dann zwei Wiesen Schwaden, ne? Und wieder auch noch ein Spaß. Aber dieser Wender, der 6 stehen, ist echt nicht schlecht, ey. Ganz ehrlich, der gefällt mir richtig gut, ne? Schön klein und schnuckelig, ganz gut mit Arbeiten, aber eine angenehme Arbeitsbreite, dass du auch was schaffst, ne? Nicht so wie mit diesem 4 stehenden Moped da, wo du mal einen Schwatt hiervon ausstreuen kannst. Ist ja ewig dabei, ne? Das ist das doch hier viel besser, ne? Oh, schöner Schlepper. Richtig schick. So, einmal müssen wir noch rum. Dann ist das hier auch schon wieder erledigt. Dann sind es nur noch Born.
Dann wird es auch ein bisschen fixer, ne? Sägewerk ist hier auch ein Stissel, ne? Der ist auf der 5 am Stein, also mal stimmt, 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 auf der 5. Da muss man auch, glaube ich, noch kalt drauf fahren, ne? Ist aber schön gemacht hier mit den Bergen hier drumherum und toll, ne? Nicht schlecht. Seid so gut hier vor. Hoch die Hände, Wochenende, ne? Samstagmorgen. Euch ist Samstagmittag, wenn ihr das guckt, ne? Richtig gut. Endlich Wochenende. Guck mal. Das ist immer genial, ne? In der Woche, wenn du aufstehen musst, dann könntest du länger schlafen. Ja, am Wochenende, wenn du Zeit hast, lange zu schlafen oder länger schlafen kannst, dann bist du. Oh, dann bist du früh wach, ne? Das ist ein Graus, oder? Habt ihr das auch? Okay, ich war gestern auch früh im Bett, ne? Ich glaube, ich bin gestern um 7. Ne, 20:07 war ich schon im Bett. Weil ich so todmüde war. Ist kein Wunder, dass du um 5:30 ausgeschlafen hast, ne? Ist so. Aber den Schlaf fasst man sicher weg. Weil die nächsten Wochen werden anstrengend, ne? Der Wender wendet es. Guck mal da. Zinken fliegen über den Bogen. Hat er ganz gut, ne? Der IAC rennt. Hatten die nicht Handschaltung, die 44er-Reihe? Ja, ne? Die hatten Handschaltung. Die haben nicht so eine Schaltung da, die haben Handschaltung. Hier, an der Seite. 844 bin ich selber mal gefahren. Ne? Von daher weiß ich das. Die 44er Reihe, das war doch die Reihe, die aus so einem Pfeifen war. Da ist doch 10 Kilometer gegen Wind. Wir wollen piepen. Aber die hatten Handschaltung. Für die ja, normalen Gänge. Gruppenschaltung war an der Seite, da war Hydraulik zum Ausheben, ne? Kannst du mit beiden Händen Rückwärtsgang und Hydraulik ausheben. Und Gänge schalten hast du hier am Lenkrad, ne? So Wording. Die hatten Handschaltung. Da, wo jeder Handgas sitzt, da war der Gangschaltknopf. System. Guck mal, der Fetto. Dann ihn ab zum Hof geflogen, ne? Und dann war der Chicky vorne fertig.
läuft. Ab und zu muss man auch mal gar nichts sagen, ne? Heute weiß ich auch nichts zu verkaufen. Kommt bestimmt noch irgendwann. Im Laufe des Tages. Guck mal, fertig. Bevor. Dann den Tiefflug zum Hof. Abfahrt. So, dann, ey, da kommen bestimmt ein paar Ballen zusammen, ne? Und dann Quaderballenstapel. Ob ich mir das so gut überlegt habe, das weiß ich immer noch nicht. Kann man nicht auch da lang fahren? Brauchen wir nicht so weit fahren? Weiß ich gar nicht. Wir fahren hier lang. Hier ist schöner. Landschaftlich. Der Weg. Der Weg führt ja bekanntlich zum Ziel, ne? Oh, da kannst du irgendwo noch reinfahren. Cool, cool, cool. Cool. Da muss ich auch noch Steine sammeln lassen, ne? Hoffentlich macht der das auch noch. Schöne jetzt, ne? Danke. Oh, ehrlich. Oh, er hat Arbeit fertig. Korrekt, Kollege. Können wir dich nach hier umsetzen? Auf dem Raps wollte ich noch Weizen machen, ne? Hab ich doch gesagt, oder? Ja, ne? Kommt nichts, ne? Ist auch aus. Kann nichts kommen. Müssen hier nicht. Ne? Ja, da ist ja unsere Fläche. So, Hackengas. Ab zum Hof mit Cormick. Und nicht schlecht gemacht hier mit Pferdestall, ne? Gefällt mir. Wenn die nicht so viel Arbeit erwarten würden und so langweilig wären, dann könnten wir ja Pferde machen, aber. Manchmal finde ich die ein bisschen langweilig, ne? Genau wie Hühner. Kannst du auch nichts mit anfangen. Oh, eine schöne große Fläche, ne? Das war noch Zeiten, als sie das erste Mal rauskam von Jimi Hendrix, wa? Leute, Talbach. Das war noch nicht übel, Kübel. Wie die Quarkos. Donald Duck. Ist hier schon immer eine Wiese gewesen? Ne, früher war hier keine Wiese, ne? Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, Tümpel. Für die Frösche. Boah, der IAC steht da rum, ne? Den muss ich gleich mal losschicken. Kann ich ja das schon mal anfangen. Das wäre ja nicht schlecht. Guck mal, da sind wir schon wieder in den Hof, ne? War ja gar nicht ganz so lange. Haben wir auch schon mal wieder hingekriegt. Liebe Leute. Das läuft. Der stand hier, ne? Da gehört er. So, liebe Leute, ich sage jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.